Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Der Jens Burkott von Sim Department hat ein Video veröffentlicht, dachte ich. Und zwar von KTM. Und zwar hat einfach mal KTM mit Sim Department zusammen in Person Jens Burkott den KTM Crossbow GT4 offiziell von KTM rausgebracht. Die probiere ich jetzt aus. Los geht's. Herr Löblich, hör mit dem Blödsinn auf. Und damit Hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten sinnlosen Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Herr Löblich am Steuer. Ich glaube, ich habe vergessen, ein Fenster zuzumachen. Kleinen Moment, sonst hören mich hier die Nachbarn. Das ist immer so ein bisschen doof. Und damit Hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Herr Löblich am Steuer. Und bei dem ganzen GT4, wie heißt das Wort? Hype, der da gerade ist, ja? Guerilla Mods GT4-Paket für Assetto Corsa, GT4-Paket für Assetto Corsa Competizione. Und jetzt bringen KTM auch noch offiziell den schon ein bisschen geil. Ist dasselbe Modell wie in ACC. Warte, ich lese euch das vor. Es ist jetzt 20.05 Uhr. Ich weiß das jetzt alles seit 5 Minuten. Das Modell ist ACC. Also ist dasselbe wie in ACC. Den GT4 für Assetto Corsa, der ist schon etwas länger fertig. Allerdings, der ist jetzt rausgekommen. Die mussten den halt erst für ACC. Ist schon etwas länger fertig. Und dann hat bla geheim vereinbart und dann wurden für ACC ein paar Anpassungen gemacht, weil grafisch es mehr kann. Und der GT4 ist nicht gebobbt, sondern der ist so offen, wie er sein kann. Und es kann möglicherweise sein, dass noch gebobbte Versionen hinterherkommen. Balance of Performance. Wenn Autos unterschiedlich schnell sind, werden die gerne mit gewissen Änderungen so angepasst, dass die alle zusammen, also ungefähr zum Schluss, gleiche Rundenzeiten fahren. Weil sonst ist ja langweilig. Die Physik ist nicht von Kunos, sondern vom Team Sim Department, basierend auf den Originaldaten und dem Feedback der KTM-Werksfahrer. Und auch der Designer vom KTM war sehr begeistert. Vom 3D-Modell. So, ich habe das Ganze schon in den Content-Manager eingeworfen. Ich habe jetzt... Ach, pass auf, und ich war schlau. Das muss ich gleich mal hier noch, wie mein Vater sagen würde, das muss ich gleich mal hier noch Configuration. Warte mal, ich mach mal schon mal groß, sonst vergesse ich die Scheiße wieder, ich kenne mich doch. Hier haben wir einen Bildschirm und dann machen wir hier mal, genau, ich war so schlau und habe heute einem GT-Fahrzeug, zumindest GT, die haben ja manchmal so kleine Lenkräder und ich habe heute einfach mal mein Formel 1 Wheel-Add-on dran gemacht. Ja, ich hatte jetzt gerade noch ein 37er, tief geschüsselt das Lenkrad hier dran. Ich habe gesessen wie in so einem NASCAR, war auch Sinn der Sache. So, wir gucken mal hier, das funktioniert alles, 1080, Forces, siehste, hätte ich mir nämlich schon fast denken können, bubbelibub. Ist jetzt natürlich für euch ein bisschen scheiße, dass ihr überhaupt nicht seht, was ich hier mache. Warte, ich blendet euch kurz ein. So, den hier habe ich eingestellt. Gesamtstärke aller Forces. Lange Thema. Lange Geschichte, lange Thema. Wir diskutieren nicht, was ich hier tue. Irgendwann gibt es nochmal ein informativeres Video dazu, aber ich diskutiere diskutiert nicht mehr. Ich habe mir da sehr einen Kopf drüber gemacht und ich diskutiere das nicht mehr.
KTM. KTM, wo ist er? Das müsste ja dann... Ach nee, warte mal. Das hier ist der... Guck mal hier. Hä? Nee. Ich hab'n, naja, nee, hab ich'n, ich hab'n doch. Welcher? Ah, der ist Guerilla Mods. Dann ist es der hier. 360 PS hat der von Guerilla Mods, 355 hat der offizielle. Description missing. Jens, schreib doch mal ein bisschen Text da unten hin. Also, wir nehmen die 13 oder die 23. Könnt ihr euch aussuchen? Ja, ich hätte auch die 3. Fein. So. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in die Einstellungen. Ich habe keinen Bock, dass hier wieder irgendwas nicht funktioniert. Handbremse. Und muss ich gar nicht. Warte, siehst du, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich muss ja hier noch einhalten. Ja, die halten hier nicht. Für. So. Und jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob der gepaddelt oder gestickt wird. Ich hab das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Mikro geht? Alles geht. Oh, ich war gerade unten in der Garage und habe was richtig Schlaues gemacht. Bitte nicht nachmachen. Ich habe meine Bremse, ich habe eine Scheibenbremse an meinem Mountainbike. Ich habe ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein recht okayes Mountainbike. Und dieses recht okaye Mountainbike hat Sonny Scheibenbremsen, Magura Gustav M. Das sind so richtig, das sind gute Bremsen, kann man mal machen. Vorne ist ein Rockshots Boxer Doppelbrücke. Ah, das ist ein geiles Fahrrad, geil. Auf jeden Fall, ich fahre damit. Ich setze mich da drauf und fahre ein bisschen durch die Gegend. Ich fahre kein Downhill, ich fahre nicht durch den Wald. Ich springe nicht nüscht. Also ich mache damit nüscht. Da passiert nüscht. Da entstehen keine Temperaturen in der Bremse, nix. Ich hatte keine Bremsflüssigkeit. Ich habe da heute einfach mal 10 W40 reingeschüttet. Hat funktioniert bis jetzt wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ob da was passiert, was da passiert. Jetzt geht das schon wieder los. Ich verstehe nicht. Irgendeine Macke hat Assetto Corsa. Pass mal auf. Und wenn wir jetzt hier in die Einstellung gucken, wette ich, dass die Handbremse auf der Kupplung liegt. Nee, geht alles. Hat ja kein Jas. Ach so, jetzt muss ich hier... Ah, ich verstehe. Er erkennt... Wenn ich das F1 Wheel Add-on dran habe. Was ich mich gerade so ein bisschen wundere, ist, warum er da nicht anzeigt hier. Warum, wenn ich dieses F1 Wheel Add-on dran habe, erkennt er das als neues Lenkrad. Jetzt muss ich sozusagen hier machen Save Preset. So, wir gucken hier schon mal auf die Zeit. Ich nehme auf. Ja, steht nirgends wie lange. Doch, 9 Minuten 5, also nach 10 Minuten ungefähr. Geht's los. T500 F1. Man kann nämlich die YouTube-Videos tatsächlich in wie so Abschnitte unterteilen, die man weiterspringen kann. Wenn man unten in die Videobeschreibung einfach hinschreibt, zum Beispiel Intro, Leerzeichen, und dann schreibst du dahinter die Zeit in Minuten. Guck mal, der hat wieder ein rundes Lenkrad. Es ist doch immer das Gleiche. Alter Falter!
kurzen Sackcheck hier, bevor du los. Oh. Also soundmäßig gefällt er mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Und ich weiß von dem... Alter, was das für ein winziges Lenkrad hier übrigens ist. Im Gegensatz zu dem 35er, was ich sonst fahre. Nicht so brutal hecklastig. Warte mal, ich muss mal ein Müh leiser machen. Ich mach mal 2 Dezibel leiser. Das ist schon eine Menge. So. Also ich erinnere mich, als ich den das allererste Mal gefahren bin, Guerilla-Mods hat es mich nur aus der Kurve gehauen. Der hier ist ein bisschen entspannter. Naja, man muss den trotzdem, man muss ihn trotzdem mit Sie ansprechen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich nicht auf die Straße gucke und mit dem Rad. Oh, gute Bremsen. Er mag es nicht, wenn ich auf den Bildschirm da drüben gucke und mit dem Rad so leicht. Auf den Dreck komme. Alter, die Bremsen sind krass. Oh, jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus hier, fein. Ich habe ja so ein bisschen damit gerechnet, dass er sich so fährt wie der von Guerilla Mods. Und bin außerordentlich begeistert. Knackig fürs Feedback. Ich weiß halt nicht, ob man das macht oder ob das einfach in Assetto drin ist. Aber der hat ein schönes Detail. Schön. Man merkt eine Menge. Ich habe das Gefühl, ich merke, was das Auto macht. Gefällt mir sehr gut. Das ist natürlich auch ein krasser Unterschied, ob ich mit einem 37er Lenkrad fahre. Oder hier mit einem, ich glaube, es ist 30 oder 33, wahrscheinlich eher 30. Natürlich durch weniger Hebel viel weniger Filter. Oh, da hänge ich doch schon mal frühzeitig den Schwanz ins Bild, lieber Jens. Danke, danke für die ganzen Infos, danke für die ZIP-Datei. Ich hasse Exe. Ich finde das immer ganz gruselig, wenn irgendwo irgendeine Exe-Datei runterladen muss. Und da der Jens im Endeffekt, ich sag jetzt mal grob, Urheber dieses Fahrzeugs ist.
hat er mir das hier 7. geschickt, das ist doch fein. Donk. Alter, wie das Force Feedback hier in dieses Lenkrad drin schlägt. Sag mal, wie ordentlich fahre ich denn heute? Mir ist schon ganz oft aufgefallen, schon damals, als ich dieses Lenkrad bekommen habe. Ich habe dieses Lenkrad hier gekriegt, zusammen ich glaube hier direkt mit diesem Formel 1 Aufsatz. Ich hatte nie diesen normalen GT Aufsatz da drauf, sondern ich hatte den hier und habe mir dann, glaube ich, irgendwann mal günstig den Ferrari 488 oder 458 oder welcher das ist, den Add-on gekauft. Und mir ist schon wirklich oft aufgefallen, dass ich mit diesem Formel 1 Lenkrad hier viel besser fahre. Ich weiß nicht warum. Das liegt unglaublich gut in der Hand. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es daran liegt, dass es nicht rund ist und man einfach, ich sag jetzt mal, sich verbietet überzugreifen und man dadurch gezwungen ist, die Hände in dieser Position zu lassen. Und vielleicht bedeutet das gleichzeitig, dass man also die Hände immer in dieser Position lassen sollte, weil man dann bestimmte Dinge nicht tut. Ich weiß es nicht. Das Auto ist natürlich kostenlos, Freunde. Und ich bitte euch, schickt mir mal eure Rundenzeiten mit der Kiste hier. Sagt mir doch mal bitte, was ihr für eine Rundenzeit damit fahrt, dass ich mal so einigermaßen einordnen kann, wo ich rauskomme. Ich fahre original Kunos Nordschleife Touristenstrecke. Sechs. Und eine weiße Zeit. Ich fasse es nicht. Ich glaube es nicht. Was hat eigentlich für ein PP-Filter drinne? Ich hab irgendwie halt. Ist er. Ist meiner. Sehr schön. Jetzt sah nämlich so geil aus. Alter. Ja, man sieht halt wirklich, dass es ein offizielles Auto ist. Ein geiles Auto, weil die haben einfach an alle gedacht, hier fehlt nicht irgendein beschissener Schatten oder irgendwas. Gucken wir mal. Was hat er denn? What has he denn? Kann man mir erinnern sagen, warum die Maus immer wieder da drüben an den Bildschirmrand springt? Wieder? Aus irgendeinem Grund spackt hier gerade meine Maus rum. Also, hier, offizielles Modell. Achso, warte mal, wir können doch mal hier, das geht doch viel einfacher. Wir können doch hier mal den... Wir machen hier mal Layups. Layups. Oh, Alter, immer wenn ich klicke, springt meine Maus darüber. What the f... So, und hier machen wir jetzt mal Blast Field aus. Jetzt ist meine Maus wieder da? Ja. So, jetzt können wir hier nämlich mal ohne gucken. Das hier ist natürlich, ne, ich kann leider nicht viel heller machen.
bisschen dunkel hier hinten, Alter. Ja. Also ich würde sagen, Alter, das ist schon krass. Vor allem, du siehst es gar nicht. Und sie haben es trotzdem modelliert. Guck mal da. Da, die Schrauben. Das ist wichtig, dass man die modelliert. Weil, es könnte ja sein, dass man von da draußen einer ringlotzt. So, Freunde. Wir müssen mal gucken, ob da die M13-Mutter, ob die, sehr gut. Sehr gut, die ist da. Schön. Das ist wichtig für Fans. Jeder, Alter, ist krass. Not aus hier. Wirklich geil. Sowas mag ich ja. Ich bin ein sehr großer Fan davon, das durchzuziehen. Weil es gibt so Leute wie mich, Min und Max, ich fasse es nicht. Es gibt so Leute wie mich, die gucken sich so eine Scheiße an. Und ich finde es einfach geil, wenn sowas gemacht wird. Wenn auf bestimmte Sachen einfach Wert gelegt wird. Oh, ist das ein geiles Cockpit. Die fällt mal. Guck dir das an, Alter. Das ist geil. So, was haben wir hier? Es ist ja im Endeffekt, es sieht ja ein Crossbow mit ein bisschen auf. Oh, guck mal, wie. Das ist geil. Warte mal, ich muss mal kurz ein Foto machen. Ist ja im Endeffekt ein Crossbow mit Dach. Hier mit Häubchen. Ich glaube, ist noch ein bisschen mehr, ein bisschen anders ist er. Aber so richtig, ich habe doch keine Ahnung, wie immer. Geil. Alter, hier. Ich würde sagen, es ist Torx. Okay, ist ja auch real. Sie driften ab, Herr Löblich. So, jetzt möchte ich hier nicht, natürlich nicht dasselbe. Das ist ja ein bisschen ätzend, dass die Maus die ganze Zeit darüber springt. Was ist denn mit dieser Maus? Aber nur, wenn ich ins Bild klicke. Ich möchte ja... Geiler Sound, Alter. Oh ja, ich weiß schon. Geiler PP-Filter. Hier fällt mir immer noch, immer wenn ich mir angucke, denke ich, geil. Ja. Jens, ich hoffe, ich mache einen Screenshot, der diesem Fahrzeug, würdig ist. Ich habe jetzt nach irgendeinem Witz mit Sido überlegt, weil wegen würdig. Aber ach. Oh ja. Oh ja, Eklore. Oh ja. Oh ja, und jetzt hätte ich gerne Doff. Wie liegt das fette Doff? Ich weiß noch ja nicht. Ich habe zwei verschiedene PP-Filter. Ich zeige euch das gleich mal. Warte mal, wir doffen mal hier hin. Und probieren mal den. Muss nicht immer so dolle sein. Ich habe immer recht dolle und eigentlich... Alter, sieht das geil aus. Fette Schizil. Es muss eigentlich immer ja nicht so dolle sein. Dafür habe ich noch den mit weniger Doff. Der ist jetzt auf dieselbe Stelle gedofft. Aber insgesamt nach hinten ist es a little bit less. Ist das geil. Ich muss mal noch, ich mag den mit mehr Doff übrigens immer mehr.
muss mal. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alter, Entschuldigung. Ich bin sehr froh, dass ich auch den blauen genommen habe. Sieht das geil aus. Geiler Tipp. Ich hab das durch Zufall. Jens hat das auf seiner Facebook-Timeline gepostet und ich habe das einfach nur. KTM Official, was für. Und dachte, hat er sich bestimmt irgendwie verschrieben oder so. Und jetzt Guerilla-Mods. Und dann dachte ich so, nee, fuck, Alter, KTM hier, richtig. Richtig geiler Schiss. Fick gut. Jo. Fahren wir noch eine Runde? Klar. Nee, komm, ich hau den raus. Dann bin ich der Erste. Hoffe ich. Fast. Oder fahre ich noch eine Runde? 7:06. Ich schaffe das doch unter 7 Minuten. Nee, beim nächsten Mal. Ich sehe schon kommen, die eine Runde. Da schaffe ich keine 7 Minuten. So, ich drück mal hier drüben, drück ich mal da. Und hier drück ich mal da. Und hier drück ich mal da. Und dann sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer bei dieser Runde. Herr Löblich am Steuer. Heute mit dem großartigen, dem KTM, dem Crossbow, dem offiziellen von KTM. Fährt sich geil. Geil. Also wenn der Hobel sich in Wirklichkeit auch so fährt. Geil. Mich reizt jetzt natürlich der ACC-Crossbow und mich reizt jetzt natürlich der Guerilla-Mods-Crossbow. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt hinterher klatsche. So spät ist es ja noch nicht und dann halt ein bisschen Content. Content für die nächsten Tage. Weekends for Simracing, liebe Freunde. More fun, less risk. Findet ihr alles in meinem Shop. Links und alles findet ihr unterm Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst eine Kanalmitgliedschaft da, was ihr jetzt übrigens gibt und so weiter und so fort. Ich hänge dafür regelmäßig hier meinen Schwanz ins Bild. Vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen, wiederschauen. Tschüss mit Öst, schau mit Auchu, mit Io. Kondome schützen, Alkohol und Drogen sind schlecht. Euer Lieblingssimulant, Herr Lüblich.